Ja, hey Leute, hier ist der Just Eddie am Start mit einem neuen Video. Und zwar geht es hier um was Neues, worauf ich auch Bock habe. Und zwar wurde ich durch Beiträge dazu inspiriert. Und zwar hat jemand gefragt, hätte wer von euch schon mal ein Intbauer? Wenn ja, würde ich mich über Erfahrungsberichte freuen. Also Schaden im Vergleich zu Spear und SS-Nuker. Ob man mehr mit Nukes oder Attackenskills arbeitet und so weiter. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und ja, das ist, finde ich persönlich, eine coole Idee. Vielleicht einfach darauf einzugehen, auf die Charakterklassen, aber nicht nur an sich, sondern auch im Vergleich zu anderen Klassen. Und deswegen starten wir doch direkt mal mit dem Intbauer und im Vergleich zu anderen Nukern. Also der Intbauer, liebe Freunde, kann ich nur sagen, ist eine sehr, sehr stronge Charakterklasse, also auf jeden Fall damage-mäßig extrem gut zu vergleichen mit einem Sperr-Nuker und mit einem SS-Nuker. Einfach nur rein schadensmäßig kann der Bower mit einem Spear-Nuker komplett mithalten. Man kann von relativ weit weg angreifen mit den Attacken-Skills. Das bedeutet zum Beispiel Unique-Hunten, da kann der Bower dem Nuker einen großen Vorteil haben. Und zwar, dass man auch dadurch, dass man nicht mit Nukes angreift, sondern wirklich mit Bogenangriffe angreift, den Aggro von dem Monster drumherum wirklich von sich fernhalten. Man greift von weiter weg an. Und man macht kein Flächendamage unbedingt, je nach Skill. Und kann deswegen wirklich nur das Unique angreifen und hat am Ende dann einfach bessere Karten im Unique-Hunten. Dazu kommen dann noch die Crits, die zwar beim Intbauer nicht so hoch sind wie beim STR-Bauer, weil der Crit-Schaden ist vom STR-Wert abhängig. Und dieser ist dann nicht ganz so hoch, aber trotzdem, crittest du als Intbauer, ist dein Damage sehr, sehr, sehr nice. Und entweder genauso wie die von einem Sperr-Nuker oder sogar noch höher. Also ich würde es sogar eher als höher tendieren. Also die Tendenz ist eher höher. Ansonsten ist der reguläre Schaden vom Intbauer vielleicht minimal niedriger als der vom Sperr-Nuker. Aber die Crits hauen es auf jeden Fall raus. Mit den Nukes levelt man auch auf jeden Fall, gerade beim Grinden. Man muss halt einfach viel Flächendamage machen. Da sind die Nukes natürlich immer im Vorteil. Aber wenn man jetzt gerade gegen einzelne Monster kämpft oder auch im PvP, sind die Bogenskills definitiv sehr, sehr nice. Und gerade mit dem Knockback-Angriff, also diesen mehrere Pfeile hintereinander schießen, die dann später Knockback machen, da ist man wirklich total krass im Vorteil. Im Fortress War ist so ein Intbauer deswegen auch auf jeden Fall gut, weil man wirklich von der Distanz aus einzelne Gegner dann angreifen kann. Aber, und jetzt kommen wir zum wichtigen Teil, im richtigen One versus One PvP ist der Bower, Intbower relativ schlecht, da ihm mega krass die Defense fehlt. Da haben der Sperr-Nuker den HP-Booster und der SS-Nuker einfach das Shield als Vorteil. Plus noch die Buffs, die man hat. Als Sperr-Nuker hast du die Möglichkeit, einmal also den HP-Buff zu haben, aber auch diesen magischen Defense-Buff zu haben. Und als Schwert-Schild-Nuker hast du diesen physischen Defense-Buff, den du dir noch casten kannst. Da bist du tatsächlich dann als Intbauer sehr benachteiligt. Du bist quasi offen verwundbar für alle Angriffe. Und deswegen meistens in einem One versus One PvP relativ schlecht. Aber dennoch, wenn du jemanden mit einem One-Hit weghauen kannst, dann hast du natürlich gewonnen. Ne? Da bist du mit einem Bogen viel schneller als mit den Nukes. Genau, so viel ist dazu so grundlegend zu sagen. Und jetzt, um das alles mal auf einen Punkt zu bringen, was würde ich als besser empfinden, hängt davon ab, was du möchtest. Möchtest du Unique hunten, möchtest du einfach viel Solo rumgrinden und sowas alles, ist der Intbauer definitiv gut. Wenn du jetzt aber mehr so auf PvP-Fight bist oder vielleicht sogar auch irgendwie Gruppenlevel mäßig aktiv sein möchtest, da empfehle ich dir doch einen anderen Char, da du dann viel mehr mit Flächendamage spielen kannst, ohne Angst zu haben, dass du schnell stirbst, da du im PvP auf jeden Fall dann flexibler sein kannst und so weiter. Genau. Aber rein damage-technisch bist du eh nicht zu vergleichen, eigentlich würde ich sagen, mit einem Wizard. Der Wizard ist natürlich da doch nochmal auf einem anderen Level, aber du ähnelst dem Wizard schon sehr durch deine mangelnde Defense, aber deinen sehr hohen Damage. Genau. Falls du dazu aber noch genauere Fragen hast, kannst du mich natürlich anschreiben oder in die Kommentare reinhauen und da gehe ich gerne das nächste Mal in eines meiner Videos drauf ein und hoffe, ich konnte dir damit aber helfen und dir ein bisschen Infos geben und vielleicht auch einen Tipp dazu geben, was vielleicht das Richtige für dich ist. In dem Sinne, hau rein und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.